Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, heute gibt es zu Beginn keine guten Nachrichten. Für die Katzenfamilie der vorangegangenen Woche haben sich leider keine Interessenten gemeldet. Die Kinder und ihre Mutter warten sehnlichst auf Menschen, die ihnen ein Zuhause schenken. Das gilt auch für viele weitere Kätzchen in der Arche Noah. Bei Interesse können sich Tierfreunde gerne dort umsehen. Heute soll der liebe Schnauzermischling Krümel seine Chance bekommen. Er kam am 4. August ins Tierheim, nachdem seine Besitzerin verstorben war. Geboren wurde der Rüde 2009 und ist damit schon etwas älter. Dennoch ist er sehr agil, fit und ausdauernd. Lange Spaziergänge oder Gassi-Runden bereiten ihm viel Vergnügen, mein Tierheim-Mitarbeiter Heiko Grunst. Krümel lebte mit dem Frauchen in einer Wohnung, weshalb er auch wieder in eine Wohnung vermittelt werden kann. Auch ein Haus mit Garten wäre schön. Wichtig ist, dass er sich nicht nur draußen, sondern auch drinnen aufhalten darf. Im neuen Zuhause sollten keine kleinen Kinder wohnen. Krümel hat zwar ein freundliches Wesen, ist aber sehr lebendig, aufgeweckt und hat bei seiner Größe eine beachtliche Kraft. Ein weiterer Hund wäre nicht vollkommen ausgeschlossen. Es müsste allerdings vorher ausprobiert werden, ob die Hunde miteinander auskommen. Sehr viel gelernt hat der Rüde wohl nicht in seinem Leben. Seine neuen Menschen können ihm aber noch eine Menge beibringen, denn er ist ausgesprochen neugierig. Krümel passt gut auf die allgemeine Beschreibung eines Schnauzers. Er ist aufmerksam, loyal und flink, wie auf Wikipedia nachzulesen ist. Die Tiermitarbeiter beschreiben ihn als unkomplizierten Hund. Zwar ist Krümel erst seit ein paar Wochen im Tierheim, es wäre aber schön, wenn er möglichst bald an interessierte Tierfreunde vermittelt werden könnte. Der liebenswerte Rüde bringt mit Sicherheit viel Freude und Bewegung ins Leben.